hallo wieder von der Gamescom. Wir sind wieder bei einem neuen Stand. Diesmal steht der Christian neben mir. Möchtest du dich kurz vorstellen einfach und was über das Spiel erzählen? Ja, klar, gerne. Also ich bin der Christian, bin der Gründer von Terovania Games. Kleines Entwicklerstudio für Indie-Spiele. Wir arbeiten gerade an unserem Titel Pentaquin Deeds of Twilight. Das wird ein 2D-Plattformer, sehr storylastiger 2D-Plattformer. Also für alle, die Wert auf gute Hintergrundgeschichte in Games legen, auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ansonsten ja, klassischer Plattformer mit Metroidvania und Puzzle-Platforming-Elementen. Genau, das ist das, wo wir gerade so dran arbeiten. Ja, bei Spielen ist es ja in letzter Zeit immer sehr viel diskutiert, was so die Finanzierung angeht. Wie lief das bei euch? Habt ihr irgendwo eine Förderung bekommen oder seid ihr komplett durch Spenden oder Crowdfunding zum Beispiel finanziert? Wie ist das bei euch? Ja, also man muss dazu vorab sagen, wir sind aktuell, machen wir die Games auf freiwilliger Basis. Also wir machen das in unserer Freizeit, das ist quasi ein Passion-Project, ein Hobby-Projekt. Und keiner wird dafür momentan irgendwie vergütet. Also wir haben keine Arbeitsverträge, keine festen Arbeitszeiten. Deswegen ist es auch relativ lange dauert. Am Ende soll natürlich jeder über den Revenue Share einen gewissen Anteil von dem Kuchen abbekommen. Aber zurzeit ist es halt einfach kein Beschäftigungsverhältnis in dem Sinne. Dadurch haben wir auch kein Budget, was wir irgendwie brauchen. Wir haben natürlich gewisse Ausgaben für Marketingmaterialien, für Messestände, wie hier zum Beispiel auf der Gamescom. Und das ist momentan komplett eigenfinanziert. Also über meine Selbstständigkeit als Marketing-Freelancer bei meiner Marketingagentur habe ich halt ein bisschen Budget, was ich auch mal wieder in das Projekt stecke für Marketingmaterialien. Und ja, das kommt auch komplett aus den eigenen Reihen. Wir haben auch ein paar Spenden über Patreon und Ko-fi sammeln wir Spenden ein, um eben das Projekt finanziell zu unterstützen. Aber ja, wir haben keinerlei Förderung oder Budget für das Projekt zurzeit. Genau. Und habt ihr euch mal überlegt, irgendwie eine Förderung zu beantragen? Also stand es mal im Raum? Ja, das hatten wir schon oft. Wir hatten auch schon über beispielsweise Crowdfunding nachgedacht. Auch die Bundesförderung zum Beispiel hat natürlich eine Rolle gespielt. Aber bisher war das einfach immer sehr abschreckend, sage ich mal, weil man natürlich das auch alles nur in der Freizeit macht und hauptberuflich und familiär natürlich auch anderes zu tun hat. Sich mit diesem ganzen bürokratischen Papierkram rumzuschlagen, ist halt einfach eine gewisse Herausforderung und eine zeitliche Hürde, und die man einfach erstmal übernehmen muss, ne? Also die man erstmal überkommen muss. Wenn so die Hürden wahrscheinlich niedriger wären, würdet ihr es dann nochmal in Betracht ziehen oder ist das generell was ihr einfach ausschließt aktuell? Nee, ich würde es auf jeden Fall gerne nochmal in Betracht ziehen. Ich persönlich würde sowieso gerne irgendwann auch mal meinen Lebensunterhalt mit Games verdienen. Momentan ist es halt ein reines Hobby, aber ja, wie es halt mit manchen Hobbys so ist, man würde es ja auch gerne zum Beruf machen. Ja. Und ich denke, da könnte natürlich eine Förderung als Finanzierungsinstrument für dieses Sprungbrett von Hobby zum Beruf oder vom Nebenberuf zum Hauptberuf eine sehr, sehr zentrale Rolle spielen. Und ja, es ist auf jeden Fall schade, dass aktuell da noch so viele Bürokratiehürden einfach noch im Weg stehen. Ja. Bürokratie ist da schon anstrengend, wenn man alles Mögliche dann ausfüllen muss. Deshalb kann ich das sehr gut verstehen. Ja. Ja, dann vielen Dank erstmal, dass du das alles erklärt hast. Möchtest du vielleicht noch irgendwas zum Spiel sagen, irgendwas an unsere Zuschauer? Ach so, ja, natürlich. Also wenn euch das Spiel gerade von meiner Erzählung her gut gefallen hat, ihr könnt es natürlich gerne auf Steam suchen. Pentaquin, Deeds of Twilight. Setzt es auf eure Wishlist. Damit würdet ihr uns, einem kleinen Indie-Studio, was danach strebt, ein bisschen größer zu werden, einen riesengroßen Gefallen tun. Das ist eine große Unterstützung. Einfach auf die Wishlist bei Steam setzen. Und die Demo könnt ihr natürlich auch gerne spielen, entweder hier auf der Gamescom oder auf Steam. Genau. Gut, dann vielen Dank fürs Interview. Jo, danke euch.